So, und jetzt Achtung, jetzt kommt für viele der Top-Favorit Masahiko Arada. Manobu Ono gibt das Startzeichen für den zweifachen Weltmeister. Was zeigt er uns hier? Hier will er zum dritten Mal Weltmeister werden. Schafft er das? Schöner Sprung, super Höhe. Masahiko Arada segelt weit, aber lag er mit dem Hosenboden im Schnee? Das ist die große Frage. Starker Absprung von Masahiko Arada, der im Probedurchgang nur 48 Meter sprang. Und jetzt hier hinunterzieht. Auf wie viel Meter? Die Kante hat er exakt getroffen. Und da unten diesen Sprung zu stehen, das ist ganz schwer. Berührt der Hosenboden den Schnee oder nicht? Ich glaube, es war noch ein bisschen Luft zwischen Schnee und Anzug. 98 Meter, einen halben Meter unter Schanzenrekord, aber nur 127 Punkte, weil er so schlecht gelandet ist. Damit führt er zwar,